Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum voraussichtlich letzten Spiel. Sofern heute alles glatt läuft, sofern wir heute hier nochmal zwei Punkte einfahren können in Liga 6, denn wir wollen heute den Titel holen. Aber zuerst will ich euch noch die Mannschaft zeigen, denn ich habe einiges verändert. Die Angriffsreihen bleiben wie gewohnt. Jedoch, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, haben wir ein paar Neuzugänge. Und zwar haben wir einmal in der letzten Verteidigungsreihe Chris Letang, 93 Team of the Week, und den Wettkampfsaisons Competitive Seasons Spieler Eric Stahl mit 92 in der Verteidigung. Einfach aus dem Grund, weil der wirklich ein Allround-Spieler ist und wir bräuchten vielleicht neben Chris Letang wirklich jemanden, der mit ein bisschen, naja, allen Fähigkeiten, nicht nur Verteidigungsfähigkeiten mitmischen kann. Und das hat er in den ersten Testspielen, ich hatte schon bewiesen. Und im Tor haben wir Jean-Sebastien Gigère, der bisher für mich eine wahnsinnige Leistung gezeigt hat. Der hat Sachen rausgeholt, das habe ich bisher noch von keinem Torhüter gesehen, was der rausgeholt hat. Aber wir müssen es auch hoffen, dass er es auch in den Online-Games machen kann und nicht nur in den Online-Freundschaftsspielen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir heute einen Sieg einfahren können, um die Saison zu beenden, und zwar gut zu beenden. Genau, weil ab morgen Abend vermute ich mal, dass es ein neues Thema gibt, eine neue Event-Season für 1,5 Wochen, und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet am Donnerstag und den Rest der Zeit. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was im März so auf uns wartet. Aber wie gesagt, jetzt da konzentriere ich mich erstmal auf das Spiel und hoffe, dass wir mit dem HC California jetzt das letzte Saisonspiel hier auch noch gewinnen können. Der Gegner ist gefunden, wir spielen gegen Triple Carmelit. Oh, und Finne. Nice. Philipp, 73. Das Logo des HC Davos und die Trikots von den Quebec Nordiques. In dem Tor Grand Four. Alter. Jetzt ist die Frage, ob es der 90er ist oder der 95er. Ich versuche nach dem Spiel wieder nachzuschauen. Und wir spielen schon mal in New York. Stan Mikita gegen McDavid. Brian Leach. Oh. Es ruckelt. Es ruckelt wie die Hölle. Alter. Ist ja nicht normal. Und ich habe das Gefühl, meine reagieren viel, viel später auf das, was passiert. Hier, ja. Ich bin deutlich... What the fuck? Ich bin deutlich hinten dran. Ich drücke jetzt Spieler wechseln. Und er braucht ein bisschen Zeit, bis er die Spieler annehmen kann. Grand Four. Hält dich schon mal. Ich lasse jetzt hier mal durchlaufen, weil das ist echt nicht normal. Ich werde jetzt hier mal nichts mehr skippen. Klar gegen Out beim Face-Off. Park. Oh, Stamkos war das. Und das ist natürlich, ich habe hier gerade einen immensen Nachteil einfach, weil ich einfach spüre, wie bei mir das Game wesentlich langsamer ist als bei unserem Gegner. Und das ist unschön. Hier. Ist definitiv nicht ganz so normal. Weil ich spüre nämlich, dass egal was er macht, er die Sachen schon drücken kann, bevor ich überhaupt und ab und zu gar nichts drücken muss. Also das ist schon abartig gerade. Und so kann ich auch nicht ins Spiel kommen, um ehrlich zu sein. Na egal, wir schauen jetzt aber mal, was da noch so auf uns zukommt. Hier. Paradebeispiel, das war gerade richtig schlimm.
Ich hatte die Scheibe schon einfach weitergespielt an der Bande, komme aber nicht dazu, weil ich nicht gelassen werde. Johnny, oh, Johnny Gojo. Ja, toll, ich bin komplett hinterher. Also. Ich meine, freut mich ja, dass er führt, aber es ist halt scheiße, wenn es einfach. Es ist halt einfach scheiße, wie es passiert. Und das ist halt einfach ärgerlich. Tut mir leid. Wenn es dann auf diesem Weg ist, wenn wir so nach so vielen Spielen auf diesem Weg verlieren, muss ich ehrlich sagen, sind es leider keine fairen Bedingungen. Hier, meine Spieler reagieren viel, viel später als und machen nicht das, was ich ihnen sage. Absolut nicht. Absolut nicht. Das ist richtig schlimm. Das ist gerade komplett unspielbar. Und ich überlege tatsächlich sogar abzubrechen, weil das macht keinen Sinn. Weil das ist so unspielbar. Das ist nicht mehr normal. Und ihr habt es am Anfang selber gesehen. Und ihr wisst, dass ich eigentlich nicht jemand bin, der abbricht. Aber in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, muss ich es mir überlegen, weil das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Die selber schon brauche ich und ich überlege jetzt, ob ich abbreche, aber das ist halt einfach, wenn ich halt einen Pass spiele und der Pass wird gefühlt 40 Sekunden später gespielt, als ich ihn spiele. Hier, Kucherov schießt gar nicht, Kucherov macht gar nichts. Der steht da nur einfach und macht nichts. Hier, ich kann, klar kann ich gar nicht steuern, wenn die Scheibe auf ihn zukommt. Weil bis er mir klar gibt, ist die Scheibe schon wieder ganz woanders. Schlecht gemacht von Burns. Boah, Alter, da spiele ich doch die Scheibe nicht hin, Mann. Alter, das ist echt unspielbar. Das ist echt nicht mehr normal. Ich bin echt am Überlegen, weil das ist echt. Weil das bringt auch nichts, wenn wir dann weiterspielen und dann noch 5 Buden kassieren. Weil erstens ist es dann komplett zerbrechend für die KI, weil sie lauter Fehler macht. Und die 1000 Coins sind es mir dann ehrlich gesagt auch nicht wert. Sportliche Fairness hin oder her, aber das macht keinen Sinn hier. Ich habe Fowler schon viel früher angewählt. Es ist echt, es ist schlimm, es ist schlimm. Und das andere, was ich noch mehr, oder was ich eigentlich noch schlimmer finde, ist, hier, es nervt mich gerade richtig, ohne Witz. Ja, dann gib mir halt Fowler, Alter, wenn ich schon R2 drück. Ja, oh, Alter, ich spiele einen Querpass.
und nicht auf Landeskog, weil Rantanen auf der anderen Seite komplett frei stand. What the fuck? What the fuck? Das hatte ich noch nie in meinem Leben so schlimm. Hier, ich kann nichts machen. Ich drück schießen die ganze Zeit und er steht immer noch vor ihm und hat die Scheibe immer noch am Schläger. Alter, das kann doch nicht normal sein. Das war mein Fehler. Das ist dann trotzdem einfach ätzend, wie es hier abläuft. Hier, what the fuck? Da bindet nicht ein Verteidiger, ein Angreifer, der hinter mir steht und ich klebe plötzlich an ihm. Also da muss ich mich dann schon fragen, oder auch hier, er gewinnt die Scheibe ohne ein Poke-Check. Ah, sowas nervt mich. Das geht gar nicht. Bloß weil er mich kurz mal gegen die Wand drückt und Selani so, oh, ich habe 94, ich habe 99 Pokehandling, ich weiß nicht, wo ich mit der Scheibe hin soll. Ups, ist weg. Hä? Das kann's nicht sein. So, 1-2. Wenigstens Tor mal geschossen jetzt. Wie hat's das denn auch schon? Ja, hä? Lass die Scheibe einfach liegen. Ja, genau. Paradebeispiel wieder. Also, tut mir leid, aber dieses Spiel geht echt nicht mit fairen Mitteln zu. Hier. Wir haben die Scheibe schon und verlieren wir sie nicht durch einen Puck-Check, nein, sondern wir verlieren sie, weil sie einfach nicht angenommen wird, weil sie einfach liegen bleibt. Hä? Ja, Fowler stark gemacht. Hä? Wie kriegt er die Scheibe ohne Pokecheck von da? Wie? Wieder ohne Pokecheck. Er macht einfach keinen Pokecheck und hat die Scheibe. The fuck? The fuck? Das ist einfach eine Zweig... Wieder... Was ist das? Was ist denn jetzt hier los, Alter? Was ist denn das für ein Server, bitte? Das ist eine Zweiklassengesellschaft gerade eben. Das ist mein Spiel komplett in Benachteiligung. Obwohl ich nichts verändert habe. Ich werde hier komplett benachteiligt. In allen Belangen. Meine Verteidiger spielen... What the fuck, fällt mir nichts mehr zu ein. Weil die laufen da teilweise rum wie Hühner. Ohne dass ich irgendwas verändert hätte. Oh, Alter. Und dann. Ja, der Pokecheck von mir kommt gar nicht. Viermal in Reichweite von seinem Schläger und es passiert nichts. Hier wieder. Oh, wenigstens ein Tor, aber es ist einfach nervig, weil ich werde hier so benachteiligt und ich werde sichtbar benachteiligt. Also das ist echt... Können wir kurz nachschauen, ob wir es kurz hier eine Szene herkriegen jetzt.
Das ist nicht die Szene, die ich will. Die Szene hier. So, entweder er gibt hier 2 Minuten. Müssen es nochmal 2 Minuten sein für mich eigentlich. Und meine Spieler komplett die Anordnung verloren. 30 Sekunden schon rum, verdammt. Das waren jetzt ein paar Szenen, die mir wirklich aufgefallen sind. Wo ich einfach sage, so, Alter, das kann's nicht sein. What the fuck? Scheibe liegt gerade vor ihm, da wo Celani hinläuft. Hier! Ich spiele den Pass ganz woanders hin! What the fuck? Echt nicht normal. Das ist einfach nur unfair, das alles. Hier, ich schieß gar nicht, ich hab nicht mal geschossen. What the fuck? Wieso sollte ich mit Daudi aus der Lage, die Lage ist so unterirdisch, wieso sollte ich da mit ihm schießen? Und er läuft einfach nur in die Bande, läuft im Kreis, macht noch nicht mal irgendwelche Poke-Bewegungen oder sonst was und die Scheibe perfekt. Hier. What the fuck? Das nervt mich gerade richtig, weil das kann es einfach nicht sein, das ist einfach nicht fair. Ob er jetzt Sarkic hat, ja, ob er Sarkic hat oder nicht, aber trotzdem. 2-2, 2-2. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt gespielt haben, aber 2-2. Oh, Alter. Trotzdem, es nervt mich immer noch. Wir werden so sichtlich benachteiligt. Er muss die Scheibe nicht mal schützen. Für jede Bewegung, die ich mache, muss ich meinen Stick nach links oder rechts ziehen. Und es ist nichts. Verstehe ich nicht sowas. Ja, what the fuck? What the heck? Ich spiel passend, Fowler steht da und bewegt sich nicht. Ah, fuck, ich hab die Pause vorhin schon benutzt. What the fuck? What the fuck? Ich weiß nicht, was hier los ist, ohne Scherz. Hier, Fowler. Er macht nichts. Alter! Und dann kriegst du ein drittes Tor eingeschenkt, obwohl du noch nicht mal was dafür kannst, weil du eigentlich was machst. Und niemand reagiert. Hier! Oh, Celani an den Außenpfosten. Kucherov 3-3. Jawohl. Weiter so, Jungs. Weiter so. Immer weiter. Boah, mein Herzschlag, mein Puls ist gerade bei 180. Ohne Witz.
Und wieder Fowler, den er hier in diesem Fall jetzt einfach, ich nenne es jetzt einfach mal, in die Ecke treibt. Und Fowler, der komplett benachteiligt wird. Jawohl. Alter. Auf der Seite ist er nicht schlagbar. Oder ist er irgendwie schwer schlagbar? Drew Doughty. Boah. Das ist halt nicht das Goldene vom Ei. Alles gut. Chuck, 29 Sekunden. Steven Stamkos bleibt liegen. Dale Hawerchuk, Mikita, Stan Mikita, geblockt von Drew Doughty. Nikita Kucherov, 6 Sekunden noch. 6 Sekunden hat er noch. Und die laufen ab. Sieg! Sieg, 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 Sieg! Mit verdammter Benachteiligung, Alter! Oh. Also tut mir leid, die ersten drei von den zwei Toren wären nie. Zwei von diesen drei Toren, die er geschossen hat, wären nie passiert, wenn wir nicht benachteiligt worden wären. Nie. Das dritte, das habt ihr selber gesehen, Fowler steht da minutenlang da und macht nichts. Also minutenlang ist natürlich übertrieben, aber gefühlt. Und das eine, ich muss gerade überlegen, welches das war. Dieses Fowler war das dritte. Eins von den ersten oder das zweite. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches das war. Egal. Division 6 Titel, wir haben gewonnen. Aufgestiegen. Sehr schön. So. Dann lass mal die Mannschaft sehen. Sieht ja ganz nett aus.
Ist ähnlich stark wie meine. ...95er Grand Four, gegen den wir gerade ein Tor gespielt haben. Fredrik Andersen als zweiter Torhüter. Ich würde schauen, was Gigier bei uns im ersten Spiel hatte. 78% Fangquote. Okay, ja, das Spiel kannst du eigentlich nicht werten, das ist das Problem. Aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall mit einem Sieg startet. Das ist immer gut. Hat irgendjemand von uns Minuspunkte gemacht? Am Ende? Ja. Godreau 2, Dowdy 1, McDavid, Forsberg, Clark, Ferraro. Fowler, Rantanen, Selanne mit einem Punkt. Selanne auch mit plus 1 wieder. Kucherov mit 2 Toren. Erik Stoll auch plus 2 im ersten Spiel. Stamkos, ein Schuss, ein Tor. Tja. Am meisten Eiszeit würde mich jetzt noch interessieren. Uns tatsächlich Drew Doughty und Bobby Clark. Aber die spielen zusammen in einer Verteidigungsreihe. Burns, Kucherov, Fowler, Selanne, Stamkos. McDavid nur mit 17 Minuten Eiszeit, okay. Ich bin soweit, soweit ganz zufrieden. Ich meine, man hat es ja selber gesehen in den ersten Minuten. Es war Benachteiligung hoch 100. Aber wichtig ist, dass wir einen Sieg geholt haben. Das war eigentlich das Wichtige. Aber gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Es gibt noch ein schönes Thumbnail am Ende. Und ich sage hiermit mal Ciao mit V. Wobei, stopp. Vor Ciao mit V. Ich gehe noch kurz zurück hinten ins Hauptmenü wieder. Weil ich noch schnell schauen will, wie viele Punkte wir jetzt für Liga 5 brauchen insgesamt. 7, 11 und 13. Okay, jetzt brauchen wir in Zukunft 7 Spiele, mindestens. Aber gut zu wissen. Na gut, Welttabelle. Gehören wir jetzt zu den besten 50.000. Schöne Zahl. Ja, und dann schauen wir mal, was uns im nächsten Spiel erwartet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.